Grüß euch Leute, willkommen zurück bei Papers Please. Es gab Diebstahl im Ministerium für Grenzschutz, aber kaum Auswirkungen, wenige Gegenstände wurden entwendet und Antegrien spioniert eigenes Volk aus. Geheimnisverräter auf der Flucht. Interessant, es ist der 3. Dezember 1982. Ja, und... ja, das lesen wir gleich, aber gestern kam dieser eine Typ, der hat uns das hier gegeben. Ich bin jetzt gespannt, was wir hiermit tun können. Moment, das muss hier so wahrscheinlich eingehakt sein, genau. Also, Mikhail Saratov. Das schreibe ich mir jetzt mal groß wo auf, hier schnell. Also auch richtig geschrieben, weil es vielleicht Mikhail Saratov. Mikhail Saratov, das lege ich mir hin. Mikhail Saratov, okay. Alles klar, gut. Dann würde ich sagen, passt das. Inspektor, durch einen Einbruch im Ministerium für Grenzschutz oder bei mit freundlichen Grüßen sind unter Umständen Siegel und Stempel abhanden gekommen. Es wurde nichts von Bedeutung entwendet, doch Geheimdienstberichten zufolge sind Fälscher bereits dabei, offizielle aristokratische Dokumente zu fälschen. Bitte wenden. Fälschungen. Vergewissern Sie sich, dass alle erforderlichen Dokumente über gültige Siegel verfügen. Gott, ich habe den Tag gefürchtet, wo ich das tun muss, und das ist jetzt direkt heute. Korrelieren Sie fehlende oder falsche Siegel mit den entsprechenden Absätzen des Kapitels Dokumente Ihrer Vorschriften. Es lebe Arstotzka. Gut. Jetzt steht hier wahrscheinlich... Moment, wo steht das hier mit... Alle Dokumente... Diplomaten... Wo kann ich denn das... Muss ich da dann hier... Ich kann aber hier nichts anklicken. Kann ich hier das... keine Ahnung. Fälschung. Kann ich hier auf Fälschung klicken? Ich kann hier aber auf gar nichts drauf klicken. Nee, hier meine ich auch. Fälschung. Nee, gut, aber das werde ich dann wahrscheinlich hier bei den Stempeln machen müssen. Und hier bei den Einreisegenehmigungen, Arstotzka, Ausweis, da muss ich glaube ich nichts korrigieren, aber hier bei den Einreisegenehmigungen... Und hier bei den Arbeitsausweisen. Das heißt, Arbeiter sind urschwul, wenn die jetzt da reinkommen. Aber Diplomaten, Siegel sind Gott sei Dank immer hier gleich dabei. Das heißt, Diplomaten sind wir inzwischen die Liebsten. Gut, und damit würde ich sagen, starten wir. Und wir hoffen, dass Mikhail Wie heißt der nochmal? Mikhail Saratov. Wie Molotow, nur Saratov. Okay, gut, go, go. Okay. Was machst du? Besuch. Stimmt. 3 Monate. Ja. Gut, passt das? Meint das hier schon mal ein falsches Siegel? Das sehe ich sofort. Diskrepanz entdeckt. Arrest. Dokumente sind gefälscht. Arrest. Nice. Gut, es ist nämlich MFG mit so einem Strich und dann ein Siegel mit einem Strich. Das ist auf jeden Fall ein Wappen mit einem Strich durch. Da kann man nichts dran verändern. Oh, du! Hast du diesmal alles? Hallo, guter Mann. Heute ist es endlich soweit. Schau, ich habe alle hübschen Papierchen zusammen. Oder billig, okay. Das ist auf jeden Fall richtig. Dann schauen wir mal, ob das hier richtig ist. Ja, das stimmt. Transit 14 Tage. Transit 14 Tage. Okay, aktuell ist es. Aktuell ist das auch. Männlich, Skal, das Foto stimmt. Ja, würde ich sagen, lassen wir dich durch. Weh, das war jetzt nicht richtig. Alles klar, du bist der Beste. Arstotzka ist das Beste. Hier, kannst du haben. Oh! Super, dann war das auf jeden Fall richtig. Wir haben einen neuen Token freigeschaltet. Wir schauen, ob der eine Verbesserung freischaltet demnächst. Kein Pass. Kein Pass. Bitte sagen, was ist denn ein Pass? Die haben mir den Pass abgenommen. Okay. Macht nichts. Wir machen das gerne, dass wir die einen Pass ausstellen, den wir natürlich... Ja, halten Sie Ihre Dokumente... Moment, da kommt jetzt wieder einer rein. Das ist aber nicht gut, wenn der in meiner Zeit reinkommt. Guten Morgen. Du hast 5 Personen verhaftet. Ich krieg Bonus, oder? Wunderbar. Bonus. Das reicht nicht. Ja, ich weiß. Achso, wir brauchen ja 10 und nicht mehr 5. Meine Frau ist krank, die Nachbarn stecken alle mit der Grippe an. Ich muss Medikamente kaufen. Das Recht kriegst du... Ja, okay, wenn das so ist. Solange ich es kriege... Du kannst es mir leicht einmachen, indem du Leute einbuchtest. Alles klar, mache ich. Das mit den Frauen und Kindern verstehe ich, das habe ich selber. Muss ich selber immer durchführen. Zweck ihrer Reise. Ich komme zu Besuch. Für 60 Tage, das stimmt. Ist mal das hier. Das Siegel stimmt auf jeden Fall überein. Männlich. Das stimmt auch überein. Ah, das Aussehen, ja, glaube ich schon. Nein. Gut, schaut doch schon ein bisschen anders aus. Haben mich halt gerade gut gehalten. Im Vergleich zu was, egal. Gut, das heißt, wir müssen nur den Namen und das hier übereinstimmen. Na, gut, eingebuchtet. Das heißt, wir kriegen gleich wieder einen Bonus. Bonus. Nice. 5 Leute und ein Bonus. Schön. 5 Leute plus Bonus. Das heißt, ich kann jetzt ruhigen Gewissens arbeiten. Sobald die Zahl hier auf 7 steht, kann ich langsam machen. Vor allen Dingen aber, wenn noch ein bisschen Zeit bleibt. Du hast aber keine Einreisedokumente. Einreisedokumente. Was sind Einreisedokumente? Brauche ich sowas? Ja, brauchst du. Verpiss dich. Das weiß der Orden. Moment, halt! Was war der Name von dem? Moment, Sekunde. Moment, Hauptmenü. Ich werde den Tag jetzt nochmal starten. Sorry, falls ich das jetzt, weil ich euch das jetzt antun muss, aber ich werde es auf jeden Fall nochmal starten, weil das, ich möchte jetzt nicht, 3. Dezember, okay? Ja, gut, ich werde so ein bisschen jetzt hier cutten und dann werden wir uns gleich wiedersehen. Ich schaue nochmal ganz kurz, ob der Name hier derselbe ist. Ah, manche sind jetzt 2. Oh, es sind 2 Leute. Ich dachte gerade, das war aber eine Frau. Oh, das sind 2 Leute. Okay, dann werde ich jetzt gleich einen Cut hier machen. Aber wie heißt denn die zweite Person? Stephanie. Ja, das ist eine Frau. Das war die wahrscheinlich. Scheibenkleister. Das Spiel, da muss man wirklich geistig top-notch sein. Deswegen, ja, das aufzunehmen ist immer so eine Gehirnfrage. Deswegen mehr als 2 Folgen am Stück kriege ich nicht hin. Deswegen kann es mal sein, dass vielleicht auch mal ein bisschen was... nicht ganz richtig ist. So. Schauen wir mal. Ich will nach Arstotzka einwandern. Du bist keine von den Typinnen. Das Siegel stimmt aber. Das sehe ich schon. Übereinstimmung, Einwanderung, hast du das gesagt? Einwandern, das heißt unbegrenzt natürlich. Aktuell ist es. Das ist nicht aktuell. Nicht aktuelle Dokumente. Ich muss die doch verlängern lassen. Du bist sicher keine von denen, nee. Entweder Stephanie oder Mikhail. Also, da hier keins davon draufsteht, Wiedersehen. Arstotzka heißt Sie willkommen und jetzt der nächste bitte! Für diese kleine Game-Show, was es ja tatsächlich ist, weil es ein Let's Play ist. Transit. Oh, du bist der Typ. Ja, ich weiß, das heißt, ich muss dich durchlassen, oder was? Gut, mach ich mal. Genehmigt. Der Orden erhebt sich. Ja, okay. Ich hoffe, die andere kommt nicht auch heute, weil sonst... Das heißt, ich muss heute wirklich gründlich arbeiten. Ja, komm schon, der nächste bitte. Einreisegenehmigung fehlt. Wedel. Ne, du bist auf jeden Fall gültig. Transit. für einige Tage. Ja, das stimmt. Aktuell ist es. Das stimmt. Hier das Foto nicht ganz. Ich habe mich halt gut gehalten. Ich habe mich operieren lassen. Ja, Fingerabdrücke. So, während das passiert, werde ich das hier checken. Das andere stimmt. Der Name sollte also auch stimmen. Übereinstimmung. Gut, das heißt, du kannst eigentlich richtig sein, weil weiblich bist du garantiert. Aktuell ist es. Das Siegel stimmt. Genehmigen wir. Mach keinen Ärger, halten Sie Ihre Papiere bereit und jetzt der nächste, bitteschön. Das war richtig wunderschön. Zweck Ihrer Einreise. Ich komme hier nur durch. Das Siegel ist falsch. Einbuchten, bitte! Dadurch, dass... Okay, ja, nein, ich will nicht mein Buch abstempeln. Danke, aber einbuchten! Ich liebe es einbuchten, dadurch kriegt man Kohle und sich die zwei Siegel zu merken ist viel einfacher, als wenn ich da zum Beispiel herumscheißen müsste. Nächster! Finde ich schön. 8 Leute haben wir schon kontrolliert, das heißt, wir kriegen halt wieder... Okay, das heißt, ich muss jetzt hier die Siegel kontrollieren. Du willst arbeiten, das ist logisch. Ich bleibe 3 Monate. Okay. Ach, das ist aber falsch, oder? Ne, das ist richtig. Scheibenkleister. Okay, Moment, aus welchem Land kommst du? Das heißt, das ist jetzt schon wieder einer der bisschen schwierigeren Fälle. Wedor stimmt nicht. Wedor stimmt nicht überein. Diskrepanz entdeckt. Die Angaben in dem Pass sind falsch. Arrest! Noch besser als den abzuweisen ist Arrest, weil wir kriegen Geld vom Staat und wir kriegen Geld von unserem Kumpel, der uns dafür bezahlt. Ich liebe das! Ich liebe das Arrestieren von den Wichsern. Moment, du bist nicht diese Stephanie, Gott sei Dank. Sonst, Einreisegenehmigung fehlt. Halt, komm schon, schneller. Was ist deine Einreisegenehmigung? Ich konnte mir keine besorgen. Ja, tut mir leid. Nächster bitte. Oh, es geht gut. Das ist die letzte wahrscheinlich. Ja, Arbeit, aber kein Pass. Bitte habt keinen Pass dabei. Ja. Abgelehnt. Und noch einer. Go, go. Ja, es geht sich einer noch. Einer sollte sie nur ausgehen. Papiere bitte. Arbeit. Ein halbes Jahr, okay. Nein. Arbeit, das stimmt auch. Arbeit, ein halbes Jahr. Wo kommst du her? Männlich, das Foto stimmt, hier das stimmt auch überein, oder? Hier, der Name stimmt überein, der Name stimmt hier auch überein, hoffentlich, ja. Gut, dann probieren wir es einfach mal, weil es schaut alles relativ gut aus. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen Kohle für dich. Machen Sie mir keinen Ärger. Das war falsch. Nein, es war richtig geil. Mein Sohn ist schon wieder krank. Der wird ständig krank. Ein fremder Mann hat ihnen Geld gebracht. Zum Verbrennen abwählen. Oh. Kabine verbessern. Kürzel für Vorschriften. 1000, aber... Heute ist übrigens Nahrungstag. Ja, 1000 oder 1000... 170 oder 1170, aber ich glaube... Bei so einem großen Geschenk glaube ich irgendwie, dass ich dann starke Probleme mit meinem Arbeitgeber kriege, wenn ich da so viel Geld bekomme, oder? Scheibenkleister. Was ist Kabine verbessern? Übrigens Kürzel für Vorschriften, okay? Das heißt, ich habe das da irgendwo an der Wand hängen dann vielleicht zum Überprüfen oder so. Keine Ahnung, ich hoffe einfach mal, das passt. Ist es jetzt übrigens der erste Tag oder der zweite, den ich heute... mache. Ich weiß es nicht. Ich glaube, der erste war das. Gut, das heißt... Ja, Medikamente für den Sohn, Nahrung, weil heute Tag 11 ist und die Kabine verbessern. Das Geschenk nehme ich nicht an, das würde mich, glaube ich, verscheißen. Außerdem 25, 45, 50, 55. Wir haben heute genau das eingenommen, was wir... Ne, wir haben aber trotzdem 10 Geld mehr. Achso, die Bestechungsgelder, genau. Gut, alles klar. Metro in Grestin steht still. Tunnel eingestürzt. Oh! Oh, das heißt, das war unser Werk, weil wir den Typen durchlassen konnten. Diesen Mikhail Saratov irgendwas. Okay. Die Geschichte Arstotzkas in Bilden und Worten. Meist in Worten. Ja, okay. Dann würde ich sagen, ich hoffe, es gibt heute nicht wieder eine Neuerung, weil ich würde schon ganz gerne immer 2 Tage haben, um mich auf eine Art und Weise... Guten Morgen, Inspektor. Wer bist du? Du bist gruselig. Jede sind heute gut, ja? Ich habe nur ein paar wenige Fragen an Sie. Gestern Abend gab es ein Problem mit der Metro. Vielleicht haben Sie in der Zeitung darüber gelesen. Alles spricht davon. Wir glauben, dass es kein Unfall war. Wir glauben, eine zwielichtige Gruppe steht dahinter. Wir glauben, einige ihrer Mitglieder sind über diesen Grenzübergang eingereist und deshalb möchten wir mit ihnen reden. Haben Sie so etwas schon einmal gesehen? Es ist eine Art Symbol dieser Gruppe. Wenn Sie Informationen hätten, würden Sie uns mitteilen, nicht wahr? Nicht wahr? Jawohl. Sehr gut. Bitte geben Sie mir meine Marke und meine Papiere zurück. M. Wondel, okay. Muss ich die mit irgendwas überprüfen? Ich glaube nicht, oder? Die Gruppe ist sehr gefährlich. Sollten Sie irgendwas Ungewöhnliches auffallen, machen Sie sofort Meldung. Aber ich möchte nicht mehr in einem Staat wie eurem leben und ich glaube, das ist die Variante für eine bessere Zukunft, oder? Vielleicht. Okay, wie heißen die Typen? Ne, sie heißen immer noch Mikhail Saratov und Stephanie Greire. Oder so in die Richtung. Gut, das heißt... Was heißt denn jetzt übrigens automatische Papiererkennung? Das heißt, ich muss sie nur anklicken, oder was? Oh, wir haben jetzt hier so Karte, Vorschriften. Oh, das ist auch geil. Vorschriftenkarte. Das heißt, ich kann jetzt gut durchswitchen. Das ist natürlich nice. Das ist gut. Wunderbar. Alles klar. Das heißt... Los geht's, oder? Go, go. Unsere schöne Arbeitsurkunde übrigens. Okay. Wer bist du? Hier, um zu arbeiten. Für 3 Monate. Okay, das stimmt damit mal überein. Dann schauen wir mal. Einstimmung, jetzt schauen wir mal. Stimmt, ist das richtig? Kann ich nicht sehen. Das heißt, ich muss hier doch hier... Karte, was Karte vor... Achso. Hier, so. So. Stimmt das überein? Ja, gut. Scheibenklasse. Hier die... Scheiße, es fängt nicht gut an heute. Das stimmt überein. Weiblich stimmt überein, aber das Foto stimmt nicht überein. Das heißt, wir müssen jetzt hier nochmal Foto... Fingerabdrücke am Arsch. Okay, ich glaube aber, außer Fingerabdrücken wird hier nichts beschissen sein, oder? Übereinstimmung, gut dann. Lassen wir die einfach mal rein. Hoffentlich passt das alles. Ja, sollte. Ich hoffe einfach mal, mehr als eine Sache ist nicht falsch. Und das war richtig, wie es ausschaut. Wunderbar. Arstotzka. So. Männlich, Foto stimmt hier. Gewicht scheint zu stimmen, Größe auch, Geburtsdatum ist richtig, männlich, Ortwäsche stimmt auch. Aber hier dieser Distrikt. Übereinstimmung, gut. Nein, komm schon. Das heißt, du darfst einreisen. Und der nächste bitte. Ich habe jetzt auf das Ablaufdatum, glaube ich, nicht geschaut. Aber es war richtig. Okay, Papiere. Schon wieder einer von unseren Typis. Nee, nee, das hier. Übereinstimmung. Übereinstimmung, ja. Männlich, Ortwäsch, Foto ist richtig. Geburtsdatum stimmt überein, aktuell ist er, Ortwäsch. Oh, würde ich sagen, passt das. Hier kommen ganz schön viele Leute vorbei. Ich suche nach Ingenieuren. Tun Sie mir einen Gefallen. Geben Sie allen Ingenieuren. Oh. Nice, das heißt Ingenieure. Gut, Ingenieure. Bin Diplomat, okay. Eine Sekunde, das diplomatische Siegel stimmt. Das stimmt auch. Das stimmt auch. Foto stimmt auch. Männlich stimmt, das heißt, du kannst rein. Ja. Moment! Halt! Nein, gib mir das zurück! Gib mir das zurück. Nein! Gib mir das zurück! Scheibenkleister! Okay, scheiß drauf. Einen Fehler kann man ja mal machen, oder? Das war nicht mehr aktuell. Ja, ich weiß. Diplomatische Akkreditierung, nicht für Arstotzka. Ich komme zu Besuch. Bleibe einen Monat. Das Siegel ist aber falsch. Nein, hier. Das Siegel ist falsch. Arrest! Ja, haben wir eine Sache nicht ganz richtig gemacht, aber scheiß drauf. Nächster. Nächster. Gut, also Ingenieuren, wir haben einen Fehler gemacht schon heute, aber das macht ja nichts. Bin auf der Durchreise. Ich meinte, ich bleibe ein Jahr. Inwiefern? Entschuldigung, ich bleibe einige Wochen, okay. Gut, männlich stimmt. Schau mal. Hoffentlich bist du dann okay. Gut, aktuell. Das passt auch. Foto stimmt auf jeden Fall überein. Gut. Ja, das hier stimmt auch. Gut. Passt. Machen Sie mir keinen Ärger. Ja, es wird schon langsam schwer, vor allen Dingen der eine Fehler ärgert mich, weil ich dann noch auf den drauf... Und bist du Ingenieur? Ingenieur, hier, nimm die Karte. Bleibe 30 Tage. 30 Tage... Das heißt, du wirst hoffentlich richtig sein, oder? Skal, männlich... Ja, das Foto stimmt nicht so ganz. Ah, doch. Nur der andere Haarschnitt. Wo kommst du her? Skal, ja, Skal. Ja, würde ich sagen, alles aktuell. Passt, komm rein. Hier steht die, genehmigt drauf, sicherheitshalber. So. Man sieht mir keinen Ärger. Arstotzka heißt Sie willkommen, mein Freund, mein Ingenieursfreund. Und damit haben wir 5 Credits verdient. Arbeit... 2 Monate. Arbeit, okay. Enkoy, stimmt das hier überein? Ja. Import, hier, ach, Scheibenkleister. Das Siegel stimmt auf jeden Fall, bei dem Arbeitssiegel weiß ich es nicht. Übereinstimmung, gut. Scheiß Arbeitssiegel, okay, das heißt, dich lassen wir durch... Einfach um noch einen durchzubekommen. Hoffe, das war richtig. Ja, scheint richtig gewesen zu sein. Transitverkehr. 2 Tage. Moment, männlich. Was? Für Kollegchen? Am Arsch! Es war kurz vor Dienstschluss! Mach das doch nach Dienstschluss! Ihr Arbeitstag fand durch einen Anschlag ein vorzeitiges Ende. Eine Wohnung der Klasse 7 ist frei. Miete 30, Heizung 10? Das ist teurer als das, was wir gerade haben. Ein fremder Mann hat Geld gebracht. Nee, ganz sicher nicht. Heute ist übrigens Heizungstag, weil alle frieren. Und wir haben wieder mehr Geld, als wir erspart haben. Nice, aber das Geschenk nehme ich mal wieder nicht an. Weil, nee. Was mache ich eigentlich damit? Ist das nur automatische Erkennung? Verstehe es nicht ganz. Egal. Ja, ich würde sagen, das war's dann für heute. Und wir sehen uns dann, Sekunde, weil ich mal möchte jetzt die Aufnahme beenden, deswegen muss ich hier nochmal kurz weitermachen, dass er den Tag speichert. So, Ersparnisse, ich bin momentan mit unserem Run sehr zufrieden. Umzug in Klasse 7, das kostet 100. Und ich meine, wenn Miete 30 ist, haben wir 5 mehr Miete, aber die Heizung bleibt gleich. Das heißt, nö. Das können die machen, wenn ich das hier mache, ganz easy. Aber ich möchte diese Geschenke nicht annehmen. Vielleicht ist das nur eine Sache für Achievements, aber ich meine, es scheint schlecht zu sein. Vielleicht können wir uns das später mal leisten, aber im Moment nicht. Nee, tut mir leid. Wir heizen und sonst braucht keiner was. Wunderbar. Und wir schlafen. Und Attentäter überwindet wieder die Grenze. Kontrolle von Immigranten offenbar wirkungslos. MFG mit neuem Detektor. Härteres Durchgreifen. Oh, wir haben einen neueren Detektor. Aber wie wir diesen was das für ein neuerer Detektor ist, sehen wir am 5. Dezember 82 beim nächsten Mal bei Papers Please. Bis dahin sage ich Tschüss, Leute.